Keine Frage, Wirecard war heute das ganz, ganz große Thema am deutschen Finanzmarkt. Der Skandal weitet sich immer weiter aus und man muss sich schon die Frage stellen, wie kann es passieren, dass ein Unternehmen eigentlich heute seinen Jahresabschluss vorlegen will, den man bereits mehrfach verschoben hat und dann von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wieder ein so vernichtendes Testat ausgestellt bekommt. Kommt das überraschend? Hat man damit nicht gerechnet bei Wirecard? Die Aktie jedenfalls ist massiv abgestürzt und hat damit auch den DAX durchaus nach unten gezogen. Schauen wir uns doch das Drama mal an, was da bei Wirecard der Fall war. Hier sehen wir zunächst mal die Pressemitteilung, die Wirecard hier rausgegeben hat. Da sagt man, hier sind irgendwie 1,9 Milliarden Euro irgendwo nicht aufzufinden, sind nicht prüfungsnachweisbar. Es bestehen Hinweise, dass da irgendwelche unrichtigen Salden geführt worden sein. Das bestätigt scheinbar all das, was die Kritiker wie die Financial Times in England immer wieder Wirecard vorgeworfen haben. Und vor allem, was das große Problem ist, auch, es handelt sich nicht um kleine Summen, sondern eben um 1,9 Milliarden Euro nämlich. Und das ist ein Viertel der gesamten Bilanzsumme. Ist also jetzt nicht Peanuts, sondern ist wirklich ein großer Faktor. Dementsprechend stellt sich die Frage, ist das, wie manche sagen, eine Betrugsmaschine, was da bei Wirecard der Fall ist. Jetzt hat man heute Abend einen Vorstand praktisch rausgeschmissen, der für das organische Geschäft bei Wirecard tätig ist. Es ist eine einzige Never-Ending-Story des Vorzeigeunternehmens eigentlich Deutschlands im Tech-Bereich. Wir haben eine SAP und dann kommt schon eine Wirecard. Und wenn die so massiv abschmiert, wenn die Geschichte so schlimm läuft, dann ist die Frage, was ist da wirklich los? Ist das, ich hatte die Frage schon mal gestellt, so eine Art Enron? Wir hatten ja damals diese spektakuläre Pleite von Enron, diesem Energieunternehmen, das angeblich auch so ganz toll dastand. Und dann hat sich all das als Luftnummer erwiesen, auch mit Bilanzbetrug etc. etc. Das jedenfalls hat den DAX ganz schön aus dem Konzept gebracht, der insgesamt vielleicht sogar zu teuer ist, wenn wir uns folgende Grafik mal anschauen. Ist der DAX teuer? Ja, gar keine Frage. Sind die Amis teuer? Ja, noch viel teurer. Wir sehen hier, dass der S&P 500 etwa bei 25 ist im Forward Price Earnings Ratio. Also hier sind Kursgewinnverhältnisse der Fall angesichts der jetzt zu erwartenden Unternehmensergebnisse, die praktisch auf Dotcom-Niveau sind. Und beim DAX sieht die ganze Geschichte nicht so wahnsinnig viel besser aus. Hier sind wir auch bei 21. Das heißt, der DAX ist teuer. Warum ist er teuer? Dafür gibt es natürlich einen Grund. Und der Grund ist die EZB und das, was sozusagen an Liquidität nicht nur durch die EZB, sondern durch die Notenbanken insgesamt ins System gepumpt wird. Heute haben sich Banken aus Europa 1,3 Billionen Euro besorgt von der Europäischen Notenbank und das zu einem Zins, der unter Null ist. Praktisch kriegt man also dieses Geld geschenkt und soll es dann ausreichen an Kreditnehmer, soll diese Kredite dann vergeben. Aber passiert das? Ist überhaupt die Kreditnachfrage so stark? Das war das Problem ja in den letzten Jahren, dass selbst diese Null- und Negativzinsen nicht geholfen haben, weil schlichtweg die Nachfrage nach Krediten nicht wirklich da war. Schauen wir uns mal in Relation an, was das mit diesem TLTRO heute auf sich hat. Da sind diese 1,3 Billionen absolut herausstechend. Das ist mehr als die dreifache Menge des bisherigen Rekordes, den wir im Sommer 2016 gesehen haben. Also unglaubliche Summen. Die Banken saugen sich mit Liquidität voll. Faktisch bedeutet das, dass die EZB die Banken rettet, indem man ihnen Liquidität zuschiebt. Und die Frage ist, was passiert mit dieser Liquidität? Geht die auch wieder an die Aktienmärkte? Große Frage. Wir werden sehen. Die Fed macht es übrigens nicht anders. Hier sehen wir die Geldmenge M2, die von der Fed gewissermaßen gespendet wird mit einem Anstieg von 23,1%, 10% über dem bisher höchsten Niveau. Die Geldumlaufgeschwindigkeit steigt noch nicht, aber es ist eben massive Liquidität im System. Und so erklären sich eigentlich völlig unsinnige Bewertungen, wie wir sie hier zum Beispiel auch sehen. Hier haben wir beim S&P 500 die Differenz zwischen Kursentwicklung und zwischen Gewinnen der Unternehmen. Die zeigen nach unten, die Kurse zeigen nach oben. Naja, das ist eben nur erklärbar durch diese Liquidität. Wir sehen hier den Wilshire 500, 5000 Composite Index. Das ist praktisch ein Index, der alle Aktien, die in den USA gehandelt werden, erfasst. Und wir sehen, hier sind wir so hoch bewertet wie noch nie in der Geschichte zum BIP.
also in Relation zum BIP der USA, zum Bruttoinlandsprodukt der USA, gemessen am ersten Quartal, das zweite Quartal dürfte ja ein ziemlicher Horror werden, dann wird diese Relation noch stärker. Wir hatten heute zwar in Sachen Konjunktur und in Sachen V-Erholung der Wirtschaft einen unglaublich starken Philadelphia Fed-Index, woher auch immer diese Zahl kommt. Vielleicht hat die Fed da ein bisschen an der Schraube gedreht, wir wissen es nicht. Aber wir sehen, dass die Leading Indicators, die eigentlich immer eine gute Indikation sind, Frühindikatoren für das, was kommt, dass wir hier von einer V-Erholung überhaupt nicht sprechen können. Und wenn wir uns mal die Entwicklung seit 2008 anschauen, dann sehen wir, dass diese Frühindikatoren eigentlich immer eine sehr, sehr gute, ein sehr guter Parameter war, auch für die Entwicklung der Aktienmärkte. Und wir hatten ja schon mal Quantitative Easing durch die Fed. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt komplett eine neue Geldpolitik fahren. Klar, das ist alles noch ein bisschen krasser. Aber wir sehen, dass wir eine so große Lücke haben zwischen Fundamentaldaten, die eben zum Beispiel in diesen Frühindikatoren zum Ausdruck kommen, und in dem, was an den Märkten passiert, das ist schon himmelschreiend. Schauen wir uns dann die Daten noch an. Heute zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wieder 1,5 Millionen überhalb der Erwartung, also 1,5 Millionen Erstanträge. Und wir sehen, dass die sogenannten Continuing Claims, also die fortgesetzten Erstanträge, nicht, oder die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe nicht fallen. Die sind nach wie vor bei 20,5 Millionen. Auch das liegt über der Erwartung. Wir sehen also derzeit keine wirkliche Erholung am Arbeitsmarkt, trotz partieller Aufhebung des Lockdowns. Aber wir sehen eine Erholung der Aktienmärkte jetzt im größeren Zeitfenster. Hier eingezeichnet in dieser Grafik der St. Louis Fed sind Rezessionen und die Reaktion oder frühere Rezessionen seit den 90er Jahren und die Reaktion der Aktienmärkte darauf. Und man sieht, die Aktienmärkte haben auf diese Rezession reagiert. Klar, weil Rezession heißt, die Unternehmen gewinnen weniger, die machen weniger Geld, haben weniger Umsatz. Und wir sehen ganz rechts, dass wir zwar jetzt eine dicke Rezession haben, aber bis auf diesen kleinen Rücksetzer, in Anführungszeichen klein, war ja schon ein bisschen heftig, aber im größeren Kontext sieht man, hier anhand des Nasdaq Composite, sieht man, dass dieser Rücksetzer eigentlich nicht wirklich so nennenswert war, dass also die Entkoppelung zwischen Fundamentaldaten und der Realwirtschaft ein unglaubliches Maß erreicht hat. Und interessant ist auch, dass im Grunde die gesamten Finanzmärkte weltweit gesehen total ähnlich reagieren, nämlich auf diesen Stimulus. Da ist wenig Eigenentwicklung, dass man sagen kann, okay, wir könnten jetzt hier vielleicht unsere Assets ein bisschen anders allokieren, ein bisschen anders anlegen, ein bisschen absichern. Dementsprechend sitzen eben alle im selben Boot. Man kann nicht sozusagen jetzt diversifizieren, wie das früher ja die große Mode war, indem man gesagt hat, naja, hast du hier ein paar Eier im Korb, hast du da ein paar Eier im Korb, kann dir nichts passieren. Jetzt sind die Eier im Prinzip alle in denselben Körben und alle Märkte reagieren ähnlich. Dementsprechend wird die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger. In Sachen Erholung der Wirtschaft sehen wir, ja, es gibt Erholungstendenzen etwa oben hier beim Air Travel in den USA, also beim Flugverkehr, aber das ist kein V, das ist eher so ein, naja, ein V mit sehr rechter, mit sehr hängender rechter Schulter, könnte man sagen. Und wir sehen unten die Table Restaurants. Da werden also die Buchungen in Restaurants, die Frequenz in Restaurants steigt ein bisschen stärker als beim Flugverkehr. Aber nach wie vor sind wir eben weit entfernt von einer irgendwie gearteten Normalität. Und jetzt haben wir Wahlkampf und in einem Wahlkampfjahr, wie Morgan Stanley hier zeigte, ist normalerweise ab 1. August erstmal Dunkeltuten. Da haben wir durchschnittlich eine Kursentwicklung von über minus 4% seit den 90er Jahren. Also das könnte jetzt eine schwierige Geschichte werden. Nicht zuletzt deshalb will das Weiße Haus natürlich jetzt nochmal Gas geben mit Stimulus. Aber das Problem ist erstens, die Demokraten werden da nicht mitspielen, weil die sagen, warum sollen wir Donald Trump dieses Geschenk machen? Die Amerikaner werden dankbar sein und sagen, Mensch, da hat der Trump uns doch wieder wunderbar geholfen. Die Frage zum Beispiel, wie wird es weitergehen mit diesen $600, die pro Woche von der US-Regierung ja obendrauf gelegt wird auf das Arbeitslosengeld, sodass die meisten Amerikaner, die jetzt arbeitslos sind, faktisch mehr verdienen als vorher. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem sind die Republikaner selber oder eine bestimmte Fraktion innerhalb der Republikaner, die man als Fiscal Hawks bezeichnet, also als diejenigen, die sagen, mit dieser Verschuldung, das kann nicht so weitergehen. Aber wenn Donald Trump die Stimmung aufrechterhalten will und damit seine Wiederwahl sichern will, dann muss er diese arbeitslosen Amerikaner irgendwie durchfüttern, sonst werden die ihr Kreuz nicht bei ihm machen. Trump hat sich selbst dann noch geäußert und hat gesagt, ja, vielleicht hat China ja dieses Virus absichtlich hier in die Welt geschickt, um anderen Wirtschaften zu schaden. Naja, ist so ein bisschen semi-logisch, könnte man sagen. Denn
Was hilft es China, wenn andere Wirtschaften wie Deutschland, wie USA den Bach runtergehen? Dann wird das auch für die chinesische Wirtschaft nicht einfacher. Und da also praktisch die Theorie von Trump, naja, vielleicht waren es die Chinesen, es könnte im Prinzip sein großes Wahlkampfthema werden. Wenn es eng wird, dann wird er sagen, die Chinesen sind schuld, das sind doch diejenigen, die es verbockt haben. Er selber erwartet aber dann ein wunderbares BIP im Wahlbereich, also in dem Zeitraum, in dem die Wahl dann stattfinden wird. Wir haben dann heute noch wieder Zahlen aus den südlichen Bundesstaaten der USA, Florida mit neuem Rekord, 3207 Fälle. Und wir sehen, das liegt eben nicht nur an der gestiegenen Testrate. Die Testrate bleibt relativ konstant. Also es hat nicht damit zu tun, dass einfach mehr getestet wird, sondern es sind schlichtweg mehr Leute infiziert. Florida ist einer der Bundesstaaten, die sehr früh geöffnet haben. Wir sehen, dass die Texas Hospitalizations steigen, dass also die Anzahl der Leute steigt, die ins Krankenhaus müssen. Und wir sehen als neuen Hotspot praktisch in den USA Arizona. Da haben wir jetzt 2519 Fälle heute. Das ist ein absoluter Rekord. Arizona hat um und bei, naja, 7 Millionen Einwohner, ist damit weniger als ein Zehntel der deutschen Bevölkerung mit 2500 Einwohnern. Das ist schon mal ein Schluck aus der Pulle. Also wir sehen, die Amerikaner haben nach wie vor ein Riesenthema. Ein Riesenthema hat natürlich auch Wirecard. Hier sehen wir den Verlauf der Aktie. Diesen brutalen Absturz über 60% ging es nach unten. Was da bei Wirecard passiert, ist eigentlich nicht mehr erklärbar. Und wer Profi-Investor ist, kann in einer solchen Aktie nicht mehr sein. Die Aktie stürzt ab von 100 auf 38 Euro 42 als Xetra-Schlusskurs. Wie gesagt, nach Xetra-Schluss wurde dann nochmal ein Vorstand rausgeschmissen. Ob das was helfen wird, ist mehr als fraglich. Schauen wir uns mal den DAX hier auf Stundenbasis an. Da sehen wir, da ist eigentlich eine Seitwärtsbewegung, aber Wirecard ist jetzt kein wirklich großes Schwergewicht im DAX. Aber es belastet natürlich, wenn eine Aktie aus dem DAX so massiv abstürzt. Wir haben den S&P 500 mit dieser Seitwärtsbewegung vor dem morgigen Verfall auch hier auf Stundenbasis. Viele sagen ja immer, zeigt doch mal die Zeitleiste, können wir nicht sehen. Es ist auf Stundenbasis. Ich zeige hier Charts, also auf Stundenbasis, meine Damen und Herren. Morgen der große Verfall. Danach wird es schwieriger. Erstens, weil die Blackout Period einsetzt. Das heißt, die Unternehmen können keine eigenen Aktien zurückkaufen oder immer mehr Unternehmen können das nicht ab nächster Woche. Und normalerweise ist dann nach dem Juni-Verfall insgesamt, großer Verfallstag, verfallen also Optionen und Futures, ist dann nach dem großen Verfallstag meistens die nächste Woche dann relativ schwach. Und das könnte sich wiederholen. Was machte Gold? Ist wenig bewegt derzeit? Wo habe ich es? Hier habe ich es. Sonst nehme ich erstmal den Euro-Dollar. Bei Gold bewegt sich praktisch kaum, dann brauche ich es ja auch nicht zeigen. Gell? Was sich nicht bewegt, muss nicht gezeigt werden. Da macht doch eine Wirecard schon sehr viel mehr Spaß, zumindest wenn man sie nicht im Depot hat. Wir sehen, der Euro jetzt unter der 1,12er Marke, der Goldpreis, wie gesagt, praktisch nicht verändert. Da tut sich nicht viel. Und wir sehen Öl, das amerikanische Crude Oil bei 38 Dollar und der 94. Also, das ist die Lage. Der DAX ist zu teuer, die Amerikaner sind noch teurer. All das nur erklärbar durch diese massive Liquidität, die die Notenbanken hier reinpumpen. Aber es muss irgendwann zurückgezahlt werden. Schulden sind zukünftige Wachstumsbremser. Das werden also unsere Kinder und Enkel noch bezahlen dürfen. Es gibt kein Free Lunch. Das ist das große Problem. Und es gibt eine totale Entkoppelung zwischen Realwirtschaft und Finanzmärkten. Und die gesamten Finanzmärkte tanzen praktisch nach derselben Musik. Deswegen gibt es da praktisch eine totale Korrelation zwischen den verschiedenen Märkten. Und das dürfte sich nicht so schnell ändern. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feiertag. Feiertag, Feierabend muss es heißen. Und sage Ihnen Servus und Ciao.